Und jetzt gebe ich ab an die Kirsten Kappert-Gonthardt von den Grünen. Das ist die drogenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion und ja, auch seit einiger Zeit auf vielen Cannabis-Veranstaltungen als Rednerin für die Regulierung von Cannabis. Herzlich willkommen. Dankeschön. Moin, liebe Freundinnen und Freunde der Hanfparade. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr wieder zusammen sind. Letztes Jahr war es digital, die Jahre davor haben wir uns hier gesehen. Es ist völlig klar, wofür gehen wir hier gemeinsam Seite an Seite auf die Straße? Für die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Die Prohibition ist gescheitert. Es ist Zeit für Legalisierung. Und darüber sind sich weltweit die Fachleute, die wirklich etwas verstehen, einig. Und es ist Zeit, es endlich zu tun. Und darum haben wir von Bündnis 90 Die Grünen das grüne Cannabis-Kontrollgesetz in den Deutschen Bundestag eingebracht. Ein Gesetz, was alles regelt, vom Anbau über den Vertrieb bis zum Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Ein Gesetz, was den Eigenanbau ermöglicht. Ein Gesetz, was endlich Schluss macht mit der Ungerechtigkeit bezüglich des Führerscheins. Und ihr wisst es alle, was ist passiert? Dieses grüne Cannabis-Kontrollgesetz, was von den meisten Fachleuten, auch in den Anhörungen im Deutschen Bundestag im Übrigen befürwortet wurde, sehr befürwortet wurde, dieses Gesetz ist abgelehnt worden. Nur die Linken haben zugestimmt. Keine andere Partei in diesem Deutschen Bundestag hat diesem Gesetz, was endlich Schluss machen würde mit der Kriminalisierung, zugestimmt. Und das darf so nicht bleiben. Wir wissen doch, dass die Prohibition nicht nur nichts nutzt. Die Prohibition schadet. Sie verhindert den Jugend- und Gesundheitsschutz. Die Kriminalisierung, viele von euch werden es wissen, zerstört ganze Biografien. Wir wissen das. Und was macht diese Regierung? 4 Jahre lang Stillstand. 4 Jahre lang keine echte Entwicklung in der Drogenpolitik. Ja, was ist denn geworden aus dem viel zitierten und angekündigten Cannabis-Dialog? Nichts, wir wissen nichts darüber. Was ist denn geworden daraus, die Substitution endlich zu verbessern? Das soll nach Corona nicht mehr fortgeführt werden. Was ist denn geworden aus Ankündigungen, dass wir endlich Drug-Checking benötigen? Nichts. Es ist an der Zeit, diese Regierung, diesen Stillstand endlich abzuwählen. Wir wissen es doch, die Prohibition verhindert den Jugend- und Gesundheitsschutz. Und ja, es gibt immer noch Leute, die sagen, Cannabispolitik, eine vernünftige Drogenpolitik, das sei ein Nischenthema. Aber es werden immer mehr, die wissen, eine vernunftgeleitete Drogenpolitik, die ist ein Thema, was so vielen Menschen am Herzen liegt und was so viele Bereiche umfasst. Es geht um Jugendschutz, es geht um Gesundheitsschutz, es geht auch um Antirassismus, es geht um innere Sicherheit, es geht um Wirtschaftspolitik. So viele Bereiche. Die ganze Gesellschaft würde profitieren, wenn wir endlich, endlich Schluss machen würden mit der Prohibition. Und ich werde oft gefragt, sollen wir nicht erstmal Modellprojekte machen? Ich finde, wir wissen genug. Wir wissen genug, wir müssen doch nur in die USA gucken, in viele Staaten, ein Staat nach dem anderen legalisiert. Wir müssen doch nur nach Kanada gucken. Die machen genau das, was wir mit unserem grünen Cannabis-Kontrollgesetz vorschlagen. Wir wissen genug, wir müssen es nur noch tun. Und das, liebe Freundinnen und Freunde der Hanfparade,
Das kann keine Partei alleine. Das kann nicht Bündnis 90 Die Grünen alleine in diesem Deutschen Bundestag. Aber das können wir gemeinsam, Seite an Seite. Und darum sind wir hier zusammen. Wir zusammen auf der Straße, Seite an Seite mit uns in den Parlamenten. Die Zeit ist reif. Es muss jetzt endlich kommen, die Legalisierung, die kontrollierte Freigabe von Cannabis. Butter bei die Fische. Ja, vielen Dank. Was ich mir gerade besonders gemerkt habe, wir brauchen keine Modellprojekte. Ja, wir wissen genug, wenn es dann mal irgendwann soweit ist und über das Cannabiskontrollgesetz oder ein Cannabiskontrollgesetz abgestimmt wird, sollten wir uns dieser Worte erinnern. Ja, wir wissen genug, es gibt keine Modellprojekte.